بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا حلالا واسعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister. Wir wollen inshallah ta'ala heute weiter schreiten in unserer Reihe über die Sira unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und heute mit einem Thema, was mir besonders am Herzen liegt, was besonders schön ist, und zwar mit der Abschiedspilgerfahrt unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wobei wir diese in zwei Teile unterteilen werden. Wir werden uns heute inshallah ta'ala halt mit diesem ersten Teil beschäftigen, wo es um den Ablauf der Pilgerfahrt unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam geht, uns auch mit einigen wichtigen Fragen beschäftigen, wann wurde beispielsweise die Hajj zur Pflicht etc. Und in der kommenden Woche inshallah ta'ala beschäftigen wir uns dann mit dem zweiten Teil, wo wir explizit noch einmal auf die Khutbat al-Wada', die Abschiedspredigt unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam eingehen werden und sie analysieren werden und uns anschauen, welche Botschaften der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei seiner Khutbat al-Wada', bei seiner Abschiedspredigt, welche er dort gehalten hat, an die Muslime verkündet hat und übermittelt hat, weil das sind unglaublich wichtige Botschaften, weil im Grunde genommen der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier noch einmal den gesamten Islam für die Muslime im Allgemeinen zusammengefasst hat. Das ist das eine. Und wir werden uns beschäftigen mit der Rückkehr unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam von Mekka nach Medina und uns da insbesondere mit einem sehr, sehr wichtigem historischen Ereignis auseinandersetzen, und zwar mit dem Ereignis von Ghadir Khum. Mit dem Ereignis von Ghadir Khum. Das wird das vielleicht einigen nicht sagen, aber dieses Ereignis ist ein sehr wichtiges Ereignis, auf das wir etwas näher eingehen müssen, weil es gerade auch für die schiitischen Muslime eines der zentralen Ereignisse überhaupt ist, in ihrer Aqide, in ihrem Glauben, dass Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu wa arda, der Nachfolger ist, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam vor seinem Tod zum Imam, wie sie gesagten, bestimmt haben soll. Wir werden inshallah dieses Ereignis etwas näher beleuchten, anschauen, was ist dort genau geschehen und das dann auch richtig einordnen, damit wir verstehen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam dort gesagt hat. Aber das machen wir nächste Woche. Nächste Woche Khutbat al-Wada' plus inshallah ta'ala die Rückkehr, insbesondere des Ereignisses von Ghadir Khum. Kommen wir jetzt aber inshallah ta'ala zu unserem heutigen Thema und zum ersten Teil. Und zwar wollen wir uns heute damit beschäftigen inshallah ta'ala, wie unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam jetzt ganz konkret seine einzige Pilgerfahrt, welche er vollzogen hat in seinem Leben, dann auch verrichtete, sallallahu alaihi wasallam. Zunächst erst einmal stellen wir uns hier eine wichtige Frage. Und zwar, bevor wir auf den Ablauf der Hajj unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam zu sprechen kommen, ist hier erst einmal die Frage wichtig, wann wurde die Hajj überhaupt zu einer Pflicht? Also wann wurde dieses Gebot überhaupt erlassen? Darüber gibt es unterschiedliche Meinungen unter den muslimischen Historikern, wann die Hajj erlassen wurde. Es gibt einige, die davon ausgehen, im 5. Jahr nach der Hijra. Einige sagen im 6. Jahr nach der Hijra. Die meisten sagen jedoch im 9. Jahr nach der Hijra. Wie hieß nochmal das 9. Jahr nach der Hijra in der Sir? Wir hatten darüber gesprochen gehabt in den letzten beiden Sitzungen. Wie nennt man das 9. Jahr nach der Hijra? Ja, der Delegation. Na'am al-Wufud. Das Jahr der Delegationen, Am al-Wufud. Ja? Dass die Hajj, ja, im 9. Jahr oder vielleicht sogar erst im 10. Jahr
nach der Hijra, also in dem Jahr, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann auch die Hajj vollzogen hat, zu einer Pflicht wurde. Gut. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil es hier auch um eine Fiqh-Frage geht. Nämlich, ist die Hajj eine Pflicht, die ich sofort vollziehen muss, sobald ich dazu in der Lage bin? Auf Arabisch nennen wir das Al-Fawr. Oder handelt es sich hierbei um eine Pflicht, welche ich irgendwann einmal in meinem Leben vollziehen muss, aber nicht sofort vollziehen muss, sobald ich dazu die Möglichkeit habe. Ich kann sie sozusagen aufschieben. Man nennt es dann auf Arabisch Al-Tarahi. Die Mehrheit der Gelehrten ist der Ansicht, dass Al-Hajju Al-Fawr ist. Fardun oder Wajibun Al-Fawr. Das heißt, dass sobald man die Möglichkeit hat, die Hajj zu vollziehen, diese auch vollziehen muss und das nicht aufschieben darf. Die Schafi'iten sind der Ansicht, nein, Al-Hajj ist eine Pflicht al-Tarahi. Das heißt, es ist eine Pflicht, gar keine Frage, aber ich habe die Möglichkeit, sie auch aufzuschieben, selbst wenn ich keinen konkreten Grund dazu habe. Und worauf stützen sie sich? Sie sagen, die Hajj ist frühestens im Jahr 9 nach der Hijra zu einer Pflicht geworden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hätte eigentlich die Möglichkeit gehabt, aus ihrer Sicht, im Jahr 9 nach der Hijra schon die Hajj zu vollziehen, aber er hat lediglich Abu Bakr as-Siddiq geschickt, der die Hajj dann vollzogen hat mit den Muslimen, aber er selbst hat sie nicht vollzogen. Und dementsprechend müssen wir davon ausgehen, dass die Hajj keine Pflicht ist, die ich sofort erfüllen muss, sondern erst dann sozusagen dann irgendwann einmal in meinem Leben erfüllen muss. Die anderen, Jumhurul Ulama, die Mehrheit der Gelehrten hat gesagt, nein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie wir es gelernt hatten, er war in diesem Jahr verhindert gewesen. Er hatte eine sehr wichtige Aufgabe gehabt, nämlich den Islam zu verkünden an all die arabischen Stämme, die zu ihm gekommen sind. Er hatte also nicht die Möglichkeit gehabt, die Hajj zu vollziehen. Und hätte er sie gehabt, was hätte er dann getan? Dann hätte er sie vollzogen. Und dementsprechend sagen sie, dass Al-Hajj wajib al-Fawr ist. Man muss es sofort vollziehen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sobald er dazu die Möglichkeit hatte, dann auch die Hajj vollzogen hat, nämlich ein Jahr später. Was lernen wir daraus? Wir wollen ja immer auch Lehren daraus ziehen für uns selbst. Wir lernen daraus etwas sehr, sehr Wichtiges. Dass grundsätzlich erst einmal der Islam von dem Muslim möchte, dass er eine gute Tat nicht aufschiebt. Khayrul birri ajiduhu. Die beste Form der Frömmigkeit ist die, die ich schnell vollziehe. Und eine der bekanntesten Methoden des Shaitans, um die Menschen von Allah wegzuführen, ist was? At-Taswif. Aufzuschieben. Dass ich immer wieder meine guten Taten aufschiebe. Ich warte mit der Taube. Irgendwann einmal, wenn ich bereit bin, dann mache ich Taube. Ich warte mit dem Gebet. Irgendwann einmal, wenn ich die Zeit habe, dann fange ich mit dem Gebet an. Ja, selbst bei dem Gebet, die beste Tat überhaupt, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ist, As-salatu fi awwali waqtiha. Das Gebet am Anfang der Zeit, subhanallah. Eine der besten Taten überhaupt, als der Prophet gefragt wurde, hat er das als allererstes erwähnt. As-salatu fi awwali waqtiha. Das Gebet am Anfang der Zeit, zu Beginn der Zeit. Dass ich zeige, ja Allah, du hast Priorität in meinem Leben. Und genauso auch in Bezug auf die Hajj. Es gibt viele Leute, die ihr Hajj aufschieben. Ich werde schon irgendwann mal die Hajj machen. Aber ihr habt es selbst gesehen, subhanallah. Diese letzten beiden Jahre gab es keine Hajj. Stell dir mal vor, es wäre jetzt deine einzige Möglichkeit gewesen, die Hajj zu vollziehen. Du bist schon älter, hast gesagt, ja, irgendwann mal in meinem Alter werde ich dann die Hajj vollziehen. Und da hast du schon alles vorbereitet und dann kommt es nicht dazu. Und du hast schon vorher die Möglichkeit gehabt. Das heißt, Allah Ta'ala, er wird dich dafür zur Rechenschaft ziehen. Schiebe so etwas nicht auf. Der Sinn und Zweck der Hajj ist es nicht einfach nur, meine Lebenssünden zu löschen. Viele denken, das ist der Sinn und Zweck der Hajj. Nein. Der Sinn und Zweck der Hajj ist es zunächst erst einmal eine Ibadah zu vollziehen, die Allah mir auferlegt hat. Ganz, ganz wichtig. Eine Ibadah zu vollziehen, die Allah Ta'ala mir auferlegt hat. Das ist der Sinn und Zweck der Hajj. Und deswegen ist es ein Rukn, eine Säule des Islam. Und wenn ich sie vollziehen kann, dann vollziehe ich sie. Und warte nicht, bis ich 70, 80 Jahre alt bin und sage, jetzt, damit Allah Ta'ala mir alles vergibt, dann mach noch einmal eine Hajj, inshallah Ta'ala. Wenn du das unbedingt willst, mach nochmal eine Hajj. Aber vorher versuche, sobald du kannst, sobald du das Geld hast und die Möglichkeit hast, versuche direkt die Hajj zu vollziehen und schiebe das nicht auf. Weil du weißt nicht, ob du später noch einmal
die Möglichkeit haben wirst. Deswegen wird überliefert von unserem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, dass er gesagt hat, Hujju qabla an la tahujju. Macht die Hajj, bevor ihr die Hajj nicht machen könnt. Subhanallah. Unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er hat sich also jetzt vorbereitet auf die Hajj. Sein Hajj ist bekannt unter dem Namen Hajjat al-Wada', die Abschiedspilgerfahrt. Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sich im Grunde genommen von dem Menschen bei dieser Pilgerfahrt verabschiedet hat. Aber dieser Hajj hat noch andere Namen, unter der sie bekannt ist. Und zwar Hajjatul Balagh. Hajjat al-Balagh. Das bedeutet die Pilgerfahrt der Verkündung oder des Verkündens. Was ist damit gemeint? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat bei dieser Pilgerfahrt die Menschen noch einmal die wichtigsten Grundlagen des Islam verkündet. Er hat im Grunde genommen seine Aufgabe als Prophet erfüllt. Die Hauptaufgabe des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist es, Tabligh zu machen. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, wa in lam taf'al fama ballaghta risalata. O Gesandter, verkünde das, was auf dich von deinem Herrn herabgekommen ist. Und wenn du dies nicht tust, so hast du seine Botschaft nicht verkündet. Das ist deine Aufgabe, seine Hauptaufgabe in seinem Leben gewesen. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alayhi wa sallam bei dieser Pilgerfahrt noch einmal alles verkündet, was er wusste. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Und hier noch einmal ganz, ganz wichtig. Ja, gestern schon darüber gesprochen gehabt. Wie muss man immer wieder darüber reden? Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat dort selbst gesprochen. Er hat sowohl den Koran verkündet, aber in erster Linie hat er auch selbst eine Botschaft, eine Message an die Menschen verkündet. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass es Leute gibt, die verleugnen, dass es so etwas wie die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gibt. Welche verleugnen, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Botschaften verkündet hat, die für uns Muslime auch nach seinem Tode und über seinen Tod hinaus verbindlich sind. Und vor diesen Menschen nehmt euch in Acht, weil sie laufen Gefahr, dass sie ganz von der Religion abkommen. Weil unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist nicht nur ein Verkünder gewesen, sondern er ist auch ein Erklärer der Botschaft gewesen. Und er ist ein Vorbild gewesen bei der Umsetzung der Botschaft. Und deswegen, was sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam bei der Pilgerfahrt die ganze Zeit immer wieder? Khudhu anni manasikakum, nehmt von mir die Hajj-Riten. Guckt ganz genau, wie ich die Hajj vollziehe und macht es mir nach. Guckt ganz genau, wie ich die Hajj vollziehe und macht es mir nach. Und dementsprechend, ja, wenn ich die Hajj vollziehen möchte als Muslim, aber nicht weiß, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das konkret vollzogen hat, dann fehlt mir etwas. Und wie ist es dann erst mit all den anderen Ibadat, welche Allah subhanahu wa ta'ala im Koran nur im Allgemeinen erwähnt hat und zusammengefasst erwähnt hat, aber nicht konkret erläutert hat. Und hier noch einmal eine sehr, sehr wichtige Ayah in diesem Zusammenhang, meine lieben Geschwister. Eine Ayah, die viermal im Koran vorkommt, wo Allah Ta'ala die Aufgaben unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam erläutert. Eine dieser Ayat, und immer wieder, immer diese Reihenfolge, außer einmal, einer anderen Reihenfolge. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasula. Er ist es, der zu den Schriftunkundigen einen Gesandten schickte. Minhum, von ihnen. Yatlu alayhim ayati. Das ist die erste Aufgabe. Er verliest ihnen seine Zeichen, also seine Überlieferung. Aufgabe ist es, die Botschaft Allahs, den Koran, zu übermitteln. 1:1. Nichts hinzuzufügen von sich. وَيُزَكِّهِمْ Erläutert sie. Er hat eine Vorbildfunktion, sallallahu alaihi wa sallam. Wie man zu Allah gelangt, wie man sich läutert, wie man sich reinigt. Und jetzt Nummer 3. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ Und er lehrt ihnen das Buch und die Weisheit. Und nicht nur den Arabern zu seiner Zeit, sondern auch allen anderen Generationen. Also über die Verkündung hinaus kommt noch das Lehren des Buches und der Weisheit. Das heißt, wie ich es ganz konkret umsetze. Er hat es erklärt, wie es zu verstehen ist. Und er hat es vorgelebt. Und das ist genau seine Sunna, sallallahu alaihi wa sallam. Sehr, sehr wichtig. Also jemand, der die Sunna verleugnet, verleugnet den Koran. Und schon alleine nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, meine lieben Geschwister im Islam.
Jemand, der die Sunna verleugnet, begibt sich in einen Widerspruch, den er nicht aufheben kann. Weil diejenigen, die den Koran überliefert haben, haben auch was überliefert? Die Sunna unseres Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Wenn ich also die Sunna komplett ablehne, ich rede nicht über einzelne Hadithe, ich rede komplett zu sagen, ich brauche die Sunna nicht, das ist unauthentisch, alles erfunden, dann zweifle ich im Grunde genommen auch was an? Den Koran. Ganz klar und deutlich. Weil woher weiß ich, wie der Koran überliefert wurde? Ich weiß es über die Sunna. Subhanallah. Ja? Und wie gesagt, ja, das nur so nebenbei, inshallah. Wir haben also einmal Hajjatul Wada', die Abschiedspilgerfahrt, Hajjatul Balagh und dann Hajjatul Islam. Die Hajj des Islam überhaupt. Warum? Weil nämlich bei dieser Hajj, was geschehen ist, die Religion vollendet wurde. In dieser Hajj, während der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in Arafah stand, wie wir noch nachher sehen werden, inshallah ta'ala, kam eine Ayah herab aus Surat Al-Ma'idah, welche aufgezeigt hat, dass jetzt die Religion vollendet wurde. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Heute habe ich für euch euren Glauben vollendet. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Und meine Gnade an euch vervollkommnet. Wa raditu lakum al-Islam dina. Und mit dem Islam, ja, für euch als Religion zufrieden. Kommen wir jetzt, inshallah ta'ala, dazu, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Hajj vollzogen hat. Und darin liegen sehr viele Lehren. Es gibt mehrere Überlieferungen. Die wichtigste, wohl wichtigste Überlieferung überhaupt in Bezug auf die Hajj ist die Überlieferung von Jabir ibn Abdillah in Sahih Muslim, die sehr, sehr ausführlich ist. Aber es gibt noch andere Überlieferungen, die Sachen hinzufügen und nochmal Sachen erklären. Wir werden uns jetzt nicht nur auf die Überlieferung von Jabir ibn Abdillah stützen, sondern wir werden schauen sozusagen, wie man insgesamt aus den unterschiedlichen Überlieferungen einen sehr, sehr schönen Ablauf der Hajj unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam entnehmen kann. Imam al-Nawawi, er sagte über den Hadith von Jabir, ja, Hadith Jabir radiyallahu anhu wa huwa hadithun azim. Der Hadith von Jabir radiyallahu anhu, und er ist ein gewaltiger Hadith. Mushtamilun ala jumalin min al-fawaidi wa nafais min muhammatil qawaidi. Ja, dieser Hadith, ja, enthält eine ganze Reihe an Nutzen und wertvolle sozusagen Aspekte in Bezug auf grundlegende Regeln, die wichtig sind. Ja, und dann sagt er, وَقَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ عَلَى مَا فِيهِ مِنَ الْفِقْهِ وَأَكْفَرُ. Und die Menschen haben über diesen Hadith gesprochen, was in ihm an Fiqh vorhanden ist, und haben viel geschrieben. Ja, und dann hat er aufgezeigt, ja, was die Leute unter anderem darüber geschrieben haben, wie viele Nutzen sie aus diesem Hadith entnehmen konnten, und hat gesagt, وَصَنَّفَ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ إِبْنِ الْمُنْذِرِ جُزْءًا كَبِيرًا. Ja, also ein Gelehrter, der heißt Abu Bakr ibn al-Munzir, der hat ein großes Buch darüber geschrieben, وَخَرَّجَ فِيهِ مِنَ الْفِقْهِ مِئَةً وَنَيْفًا وَخَمْسِينَ نَوْعًا. Ja, und er hat über 150 verschiedene Wissenschaften, ja, oder Aspekte des Fiqhs aus diesem Hadith entnommen. Allahu Akbar. Und darin sehen wir, subhanallah, ja, wie viel Nutzen, ja, in diesem Wissen ist, was wir lernen. Und wie wichtig es auch ist, dass wir nicht einfach nur die Sira erzählen, sondern dass wir versuchen, auch wirklich die Lehren daraus zu entnehmen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat sich jetzt vorbereitet auf seine Hajj. Und er hat den Menschen Bescheid gegeben, dass er vorhat, dieses Jahr die Hajj zu vollziehen. Und die Menschen, als sie Bescheid bekommen haben, haben sich gefreut. Und viele sogar außerhalb von Medina sind nach Medina gekommen oder haben dann die Muslime mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam auf dem Weg von Mekka, von Medina nach Mekka getroffen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er machte sich also jetzt bereit im Jahr 10 nach der Hijra im Monat Dhul-Qi'dah, im 11. Monat des islamischen Jahres. Und er verließ Medina nach dem Dhuhr-Gebet am ungefähr 25. wahrscheinlich, das heißt in der Überlieferung 5 Tage, die noch übrig bleiben vom Monat Dhul-Qi'dah. Man kann davon ausgehen, dass der Monat wahrscheinlich nicht vollständig war, also nur 29 Tage hat, also entweder am 24. oder am 25. Dhul-Qi'dah, es war ein Samstag gewesen, verließ der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Medina, nachdem er dort das Dhuhr gebetet hat, und zwar 4 Raka'a gebetet. Was lernen wir daraus? Wenn ich mich auf eine Reise begebe und ich bin noch zu Hause,
dann darf ich das Gebet nicht verkürzt verrichten. Ab wann darf ich es verkürzt verrichten? Wenn ich schon auf der Reise bin und die Stadtmauern hinter mir gelassen habe. Also ich habe beispielsweise Berlin hinter mir gelassen. Ja, und ich befinde mich schon auf dem Weg der Reise. Ja, in diesem Fall kann ich verkürzen. Gut, wie ist es denn mit dem Zusammenlegen? Dürfte ich theoretisch zusammenlegen, wenn ich noch zu Hause bin und dann sozusagen abreisen, obwohl ich noch nicht auf der Reise bin? Nach den meisten Gelehrten geht das nicht. Aber es gibt einige Gelehrte, die gesagt haben, das ist möglich. Sie stützen sich hier auf einige Überlieferungen von einigen Sahabis, die das so gemacht haben, dass sie zu Hause, als sie noch zu Hause gewesen waren, zusammengelegt haben und sich dann auf die Reise gegeben haben. Aber sie haben nicht verkürzt. Wir müssen unterscheiden zwischen dem Verkürzen des Gebetes und zwischen dem Zusammenlegen des Gebetes. Der Jam' ist was anderes als der Qasr. Ich kann Jam' in bestimmten Situationen machen, auch wenn ich nicht auf Reise bin. Wir machen das teilweise auch hier in den Moscheen, in der Zeit, wo das Isha-Gebet nicht eintritt. Man kann Jam' machen, zum Beispiel, wenn man einen Grund hat, wenn man beispielsweise auch vielleicht krank ist, etc. Dann gibt es verschiedene Gründe. Oder bei Regen kann man Jam' machen. Aber Qasr, das heißt Verkürzen der Gebete, die aus 4 Raka'a bestehen, kann man nur ja in einer einzigen Situation machen. Und zwar, wenn ich mich auf Reise befinde. Das ist die einzige Möglichkeit, um mein Gebet zu verkürzen. Ja, ganz, ganz wichtig. Ja, weil viele denken, sobald ich Jam' mache, also zusammenlege, muss ich auch Qasr machen. Das ist nicht richtig. Qasr ist eine Sache, ist nur auf die Reise bezogen. Und Jam' zusammenlegen ist eine andere Sache, die ich in unterschiedlichen Situationen machen kann. Ich kann sogar Qasr machen ohne Jam', wie wir bei der Hajj sehen werden. Unser Prophet hat das gemacht. Und die Hanafiten zum Beispiel, sie erlauben es gar nicht, dass ich die Gebete zusammenlege. Bei ihnen gibt es nur Qasr, also nur das Zusammen, das Verkürzen der Gebete, aber nicht das Zusammenlegen der Gebete. Damit wir das einfach verstehen, weil viele, habe ich schon oft gemerkt, ja, die denken automatisch, wenn ich Jam' mache, muss ich auch Qasr machen. Das ist nicht richtig. Ja, und das sind 2 unterschiedliche Dinge. Und unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, wie gesagt, er hat sich an diesem Samstag, ungefähr am 24. oder 25. Zulhijja, im Jahr 10 nach der Hijra, auf den Weg gemacht und hat Medina verlassen. Bevor er Medina verlassen hat, wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam den Leuten in Medina schon die Hajj erklärt hat. Und er hat ihnen erklärt, wie man Ihram macht und worauf man beim Ihram Acht geben muss. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich muss als Muslim ein gewisses Grundwissen haben. Ich meine, viele wissen von euch, dass ich jetzt auch die Hajj immer wieder organisiert habe. Und es gibt viele Leute, die kommen zu Hajj, haben gar keine Ahnung, haben sich überhaupt nicht vorbereitet. Sie haben nicht mal ein Buch durchgelesen oder einen Vortrag angehört. Ja, spring einfach so ins kalte Wasser. Spring einfach so ins kalte Wasser. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat aufgezeigt, nein, ich muss mich vorbereiten auf meine Ibadat. Und das gilt nicht nur für die Hajj, das gilt auch für andere Ibadat. Ich wundere mich immer wieder, dass viele Muslime nicht einmal wissen, was Nawaqid al-Wudu ist. Was sind die Dinge, die das Wudu annullieren? Die mein Wudu ungültig machen. Ja, das Einzige, was viele wissen, ist halt, wenn ich auf Toilette gehe. Das war es aber auch schon. Ja? Und das ist eine Sache, die mich jeden Tag betrifft. Und Alhamdulillah, es gibt so viele Möglichkeiten, das zu lernen. Ja, so viele Fiqh-Bücher, ja, die auch zusammengefasst sind. So viele Vorträge, wo ich es lernen kann. Es gibt viele, wenn du sie fragst, was sind denn eigentlich Arkanus Salah? Ja, woraus besteht eigentlich das Gebet? Sie können dir nicht antworten. Und das, obwohl es sich um eine Ibadah handelt, mit der du dich jeden Tag beschäftigst als Muslim. Und da ist es das Mindeste, dass ich zumindest die Grundlagen erlerne. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat sich dann auf den Weg gemacht, kam dann wo an? Er kam dann an in Dhul-Hulayfa. Dhul-Hulayfa ist der sozusagen Ort, wo man in den Ihram-Zustand eintritt, wenn man Medina verlässt, von Medina aus die Hajj macht. Und das ist in der Nähe von Medina, südlich von Medina. Das machen die Pilger heutzutage auch. Wenn ich eine Umrah machen möchte, wenn ich in Medina bin, oder die Hajj machen möchte, wenn ich in Medina bin, was mache ich dann? Ja, dann begebe ich mich zunächst erst einmal zum Miqat. Und dort mache ich dann den Ihram. Das heißt, ich trete in diesen Weihezustand ein und spreche dann die Talbiya aus. Und genauso hat es auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gemacht. Und er hat dann gerufen vor den Leuten, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. Hier bin ich, stehe dir zu Diensten. Oh Allah, hier bin ich, stehe dir zu Diensten. Hier bin ich, stehe dir zu Diensten. Du hast keinen Partner. Ich stehe dir zu Diensten. Das Lob und die Gnade und die Herrschaft gebühren dir, du hast keinen Partner.
Die Leute, sie haben das gehört. Wir wollen heute nicht ausführlich über die einzelnen Hajj-Riten sprechen, dann würden wir nicht fertig werden. Ja? Die Leute haben die Talbiyah gehört und sie haben mitgemacht. Und einige haben etwas hinzugefügt und andere haben etwas weggelassen. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat alles bestätigt. Und daraus lernen wir auch nochmal etwas ganz, ganz Wichtiges. Dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam versucht hat, den Menschen es leicht zu machen. Solange es inhaltlich nicht falsch ist, ja, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam darüber hinweggesehen. Das werden wir auch noch sehen. Ja. Wir können es eigentlich schon vorwegnehmen, insha'Allah ta'ala, ja, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam während der Hajj immer wieder befragt wurde. Ja, ja Rasulallah, ich habe, bevor ich Jamrat al-Aqaba beworfen habe, schon mein Opfertier geschlachtet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, if'al wa la haraj. Das ist kein Problem. Immer wieder wurde er nach irgendwelchen Sachen gefragt, die die Leute umgekehrt gemacht haben. Er hat immer wieder gesagt, if'al wa la haraj, ist kein Problem. Was lernen wir daraus? Eine gewisse Leichtigkeit im Umgang mit den Menschen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Wenn ich in der Da'wah tätig bin, dann sollte ich versuchen, es den Leuten zu erleichtern. Und nicht streng sein mit den Leuten. Weil es gibt viele Menschen, die wissen nicht Bescheid. Die haben keine Ahnung. Es gibt leider Leute, die sind sehr, sehr streng. Sobald sie jemanden sehen, der einen Fehler macht, der, kommen sie hin, du hast einen großen Fehler gemacht, auzubillah, und du musst, nein, ein bisschen locker mit den Leuten umgehen. Ich meine, wir kennen alle die Überlieferung, wo der Mann in die Moschee kommt und uriniert, der Wüstenaraber. Und der Prophet nur sagt, la tazrimu, la tazrimu, ja, lasst ihn in Ruhe, truku, truku. Es hätte ausgereicht, wenn ihr einfach einen Eimer genommen hättet, Wasser darüber gekippt hättet und damit wäre die Sache erledigt gewesen. فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ. Weil ihr wurdet gesandt als Leute, die es den Menschen erleichtern und nicht als Leute, die es den Menschen erschweren. Ganz, ganz wichtig. Und diese Manhajiyya, diese Methodik hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer wieder angewandt. Das zieht sich durch die gesamte Sira unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und ich finde das auch sehr, sehr wichtig, meine lieben Geschwister, dass wir versuchen, das selbst zu adaptieren und auch selbst umzusetzen und es gerade auch Leuten erleichtern. Wenn es beispielsweise um das Gebet geht. Ja, viele wissen nicht, wie durch das Gebet erlernen. Gib ihm einfach, sag, guck mal, geh einfach nach irgendeinem Web. Guck dir ein Video an, geh danach, bete so. Und inshallah ta'ala ist dein Gebet richtig. Du musst nicht alle Einzelheiten des Gebetes kennen. Du musst nicht alle Meinungsverschiedenheiten der Gelehrten kennen. Und deswegen, der Taqlid, das Befolgen eines Madhabs, ist eine Erleichterung. Stellt euch mal vor, Allah Ta'ala hätte von jedem Einzelnen von uns verlangt, dass er Ijtihad betreibt. Das heißt, dass er selbst aus den Quellen versucht, ja, dann die verschiedenen Ahkam, das heißt Rechtsbestimmungen herzuleiten. Dann würden wir alle nur noch Scharia studieren. Dann würde es keinen mehr geben, der sich mit irgendetwas anderes befasst. Das ist unmöglich. Allah hat es leicht gemacht, Alhamdulillah. Und wir sollten versuchen, diese Leichtigkeit unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam, im Umgang mit solchen Dingen auch zu adaptieren, umzusetzen in unserem Leben. Und gerade wenn es um die Da'wah geht, ebenfalls zu praktizieren. Unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er hat dann, wie gesagt, die Talbiyah vollzogen und ist dann nach Mekka gereist und ist in Mekka eingereist durch einen Ort, der heißt Zi Tawa, hat dort eine Nacht übernachtet und ist angekommen in Mekka am 4. des Monats Dhul-Hijja. Am 4. des Monats Dhul-Hijja hat das Fajr-Gebet vollzogen, hat sich gewaschen und ist dann sozusagen in Mekka eingeritten während des Tages. Und was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann vollzogen? Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat dann die Umrah-Riten vollzogen. Er hat die Umrah-Riten vollzogen. Das heißt, er hat Tawaf gemacht. Er ist zwischen Safa und Marwa siebenmal hin und her gelaufen. Und normalerweise, wenn ich jetzt die Umrah vollziehe, was mache ich dann? Was kommt danach, nachdem ich das getan habe? Wer weiß es? Wer hat von euch die Umrah vollzogen? Was mache ich, wenn ich das getan habe? Was ist der nächste Schritt? Ja, ich weiß, das du weißt, ja? Genau, ich schneide meine Haare ab, ich rasiere meine Haare ab. Richtig. Absolut richtig. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat das nicht getan, sondern unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er blieb im Ihram-Zustand. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas sehr, sehr Wichtiges. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, nachdem er fertig war mit dem Tawaf, mit dem Sa'i und dem Tawaf, لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي
وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. Was heißt das? Hätte ich sozusagen jetzt nochmal die Möglichkeit zurückzukehren und würde jetzt noch vor der Hajj stehen, also noch in Medina sein, bevor ich in den Ihram eintrete, dann hätte ich den Hedi nicht mit mir mitgenommen. Was ist der Hedi? Hedi sind die Tiere, welche der Pilger dem Haram schenkt. Was macht denn ein normaler Muslim, der nicht die Hajj vollzieht? Er startet am Opfertag, oder? Wie nennt man das? Dieses Opfertier, was man startet am Opfertag? Da gibt es einen bestimmten Namen für. Hä? Udhiyya, sehr gut. Udhiyya. Der Pilger macht eigentlich genau dasselbe, nur seine Udhiyya heißt Hadi. Es ist ein Geschenk an den Haram. Okay? Das nennt man Hadi. Das wird auch im Koran so genannt. Und auf jeden Fall hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Tiere von Medina aus mitgenommen. Und derjenige, der Tiere mitnimmt, das war damals üblich gewesen, machen wir heutzutage natürlich nicht, aber damals war es üblich gewesen, derjenige, der die Tiere mitnimmt, der darf nicht aus dem Ihram-Zustand austreten, bevor er nicht sein Opfertier geschlachtet hat. Und es geht erst, nachdem er was? Alle Hajj-Riten vollzogen hat. Oder den Großteil der Hajj-Riten. Und zwar am Opfertag. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala, er erwähnt das auch in Surat Al-Baqarah, وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ und vollendet الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فِي اللَّهِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. Wenn ihr sozusagen nicht weiterkommt, dann sozusagen gebt das, was ihr schlachten könnt, an einem Opfertier. Wie geht denn das jetzt weiter? Ich habe gerade, wenn man hier vorne sitzt. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. Ah, genau. Und schneidet eure Haare nicht ab, bis nicht Al-Hadi an den Ort gelangt, sozusagen, wo man dann sozusagen ihn hat der Mahilla. Und schert euch nicht die Köpfe, bevor die Opfertiere ihren Schlachtort erreicht haben. Ja? Das heißt, ich darf erst sozusagen meine Haare scheren, wenn ich sozusagen dann am Opfertag dann Jamrat al-Aqaba beworfen habe, wie wir noch sehen werden, inshallah ta'ala. Und dann kann ich dann erst, nachdem ich geschlachtet habe, meine Haare abschneiden. Und unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, da er bei sich Tiere hatte, konnte er nicht aus dem Ihram-Zustand austreten. Und hier kommen wir zu einer auch wichtigen Frage bezüglich der Hajj. Nämlich, es gibt drei Arten von Hajj. Es gibt drei Arten von Hajj. Und zwar, es gibt einmal den sogenannten Hajj al-Ifrat. Hajj al-Ifrat bedeutet, dass ich nur die Hajj vollziehe, also allein die Hajj vollziehe. Okay? Also ich gehe nach Mekka, mache die Hajj, ja, und keine Umrah. Das ist Hajj al-Ifrat. Und die Gelehrten sind sich uneinig darüber, welche dieser drei Arten die bessere ist, aufgrund dieses Hadiths unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dann gibt es Hajj al-Qiran. Qiran bedeutet, ich mache Qiran mit Qaf. Iran von Qarana. Das heißt, ich mache die Hajj und die Umrah zusammen mit einem Ihram. Also mit einmal eintreten, ja, und dann mache ich Hajj und Umrah zusammen. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat nach Ansicht einiger Gelehrter Iran gemacht und nach Ansicht anderer Gelehrter Ifrat gemacht. Und deswegen gibt es unterschiedliche Meinungen unter den Gelehrten, was besser ist. Und jetzt die dritte Form, die eigentlich der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier empfohlen hat, ist Tamattu'. Was heißt Tamattu'? Tamattu' heißt, ich genieße die Zeit zwischen der Umrah und der Hajj. Und das ist genau das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Er hat gesagt, ja, wenn ich nochmal das machen könnte, hätte ich die Tiere nicht mitgenommen und ich hätte einfach eine Umrah gemacht, wäre ausgetreten aus dem Ihram-Zustand und dann hätte ich dann nochmal Ihram gemacht in Mekka, ja, für die Hajj. Und das hat er dann von den Leuten verlangt. Ja, diejenigen, die kein Hedi mit sich haben, die kein Opfertier bei sich haben, ja, die sollen austreten aus dem Ihram und dann daraus eine Umrah machen. Und dann erst wieder, vier Tage später, dann in die Hajj-Ihram eintreten. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich, inshallah ta'ala. Gut. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er konnte das nicht machen. Warum konnte er das nicht machen? Weil unser Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Opfertiere bei sich gehabt hat.
Einige der Sahaba haben den Propheten sallallahu alaihi wa sallam gefragt, wie Suraq ibn Malik: Ya Rasul Allah, ali'amina hadha am lil'abad? O Gesandter Allahs, ist das nur für dieses Jahr, dass man das zusammen machen kann? Hajj und Umrah, in einer Reise? Oder ist das für immer? Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam seine Hände ineinander tat, so, فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَصَابِعَهُ وَحِدَةً فِي الْأُخْرَى. Er hat sozusagen ineinander, ich weiß nicht, wie nennt man das, ineinander tun, oder? Die Hände gibt's, glaube ich, für eine Bezeichnung auf Deutsch, aber fällt mir gerade nicht ein, das Verb. Ja? Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ. Zweimal, لَا بَلْ لِأَبَدِ أَبَدْ. Allahu Akbar. Die Hajj und die Umra sind ineinander übergegangen. Und dann sagte er zweimal, und dann sagte er, für immer und ewig. Für immer und ewig. Und deswegen kann ich immer als Pilger, ja, Hajj und Umra zusammen machen. Das ist eine Erleichterung. Weil nicht jeder Muslim hat die Möglichkeit, ja, zweimal nach Mekka zu reisen. Ja, also nicht jeder Muslim hat diese Möglichkeit. Und Alhamdulillah, dann habe ich die Möglichkeit, wenn ich dann schon dort bin, einmal zu Hajj, dass ich gleich die Hajj mit der Umra verbinde. Ja, eine Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat jetzt 4 Tage in Mekka verbracht. Sonntag, Montag, Dienstag und Mittwoch. Am Donnerstagmorgen ist er dann mit den Muslimen nach Mina gegangen. Und das war welcher Tag gewesen? Das war der 8. des Monats Dhul-Hijjah gewesen. Wie nennt man diesen Tag, den 8. des Monats Dhul-Hijjah? Der hat einen bestimmten Namen. Der 8. des Monats Dhul-Hijjah. Wie heißt dieser Tag? Schon öfters mal erwähnt gehabt, hier auch in einigen Vorträgen. Der 8. des Monats Dhul-Hijjah. Wie heißt er? Und zwar Yawm At-Tarwiyah. Yawm At-Tarwiyah. Der Tag, an dem man seine Wasserbehälter auffüllt. Ja, das ist der 8. von Dhul-Hijjah. Der 7. von Dhul-Hijjah hat auch einen Namen. Weiß jemand, wie der heißt? Habe ich heute bei der Vorbereitung auch zum ersten Mal gelesen. Hä? Der 7. von Dhul-Hijjah hat auch einen Namen. Yawm al-Zina. Yawm al-Zina. Warum Yawm al-Zina? Weil an diesem Tag nämlich die Opfertiere geschmückt werden. Weil man will sein Opfer in schönster Weise darbringen. Ganz, ganz wichtig. Ich will nicht einfach nur ein Opfer darbringen, ich möchte es auf beste Weise tun. Auf schönste Weise tun. Ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Wenn ich eine Ibadah mache, dann mache ich sie mit Ihsan. Das ist der Unterschied. Ja? Ob ich Ihsan habe oder ob ich keinen Ihsan habe, das macht den Unterschied aus. Es gibt viele Menschen, die beten. Aber nur wenige beten mit Ihsan. Es gibt viele Menschen, die Hajj vollziehen. Aber nur wenige machen das mit Ihsan. Wallahi, wenn man dort bei der Hajj ist, ich sage es euch ganz ehrlich, subhanallah, man sieht das. Es gibt Leute, du siehst, die nehmen das ernst. Die sind vorbereitet. Die sind mit nichts anderem beschäftigt als mit der Ibade. Sind immer geduldig, immer ruhig. Manchmal gibt es schwierige Situationen bei der Hajj, subhanallah. Sehr schwierige Situation. Wer von euch hat schon mal die Hajj gemacht? Hast du gemacht? Du hast die Hajj gemacht, du weißt es, hä? Ja, schwierige Situationen kommen manchmal, ja, wo man Geduld braucht. Ja. Subhanallah, manche Leute rasten aus. Ja, Rabbi, inshallah, machen wir gleich Besen. Also, manche Leute rasten aus, wegen Kleinigkeiten. Ich könnte euch Geschichten erzählen, Allahu Akbar, wo Stühle und Tische geflogen sind. Ohne Witz, unübertrieben, Stühle und Tische sind geflogen. Wegen Kleinigkeiten, der Bus kommt zu spät. Ja, und jetzt passiert. Und andere Leute wiederum, subhanallah, sitzen die ganze Zeit und machen Dhikr. Lassen sich nicht aus der Geduld bringen. Subhanallah. Du merkst richtig, diese Leute, die wollen wirklich, ja, Hajj mit Ihsan machen. Und das ist es, worauf es ankommt. Wenn ich etwas mache, mache ich es mit Ihsan. Möge Allah Ta'ala uns allen die Hajj ermöglichen. Amin, ya Rabbil Alamin. Und auf jeden Fall, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er geht jetzt nach Mina am 8. Tag von Dhul-Hijjah. Also wir haben den 7. Yawm al-Zina, den 8. Yawm al-Tarwiyah. Und er verbringt dort den Tag, so wie es die Pilger heute auch tun. Sie begeben sich nach Mina und sie machen das, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ebenfalls getan hat. Der ja auch gesagt hat, Khudhu anni manasikakum, übernehmt von mir die Hajj-Riten.
Und er begab sich dorthin, hat dort Dhuhr gebetet. Und jetzt ganz wichtig, was wir vorhin gelernt haben, Qasr. Aber in seiner Zeit, ohne Jam'a zu machen, also verkürzt, 2 Raka. Dann kam die Asr-Zeit und er hat Asr gebetet, 2 Raka. Dann kam die Maghrib-Zeit, er hat Maghrib gebetet, 3 Raka nochmal. Dann kam die Isha-Zeit, er hat Isha gebetet, 2 Raka. Dann hat er übernachtet in Mina und hat Fajr gebetet. Dann blieb er dort ein wenig, bis die Sonne aufgegangen ist und hat dann sich auf den Weg gemacht, wohin? Nach Arafat. Weil jetzt ist der Tag von Arafat, Allahu Akbar. Der Tag von Arafat, ein gewaltiger Tag. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er begab sich jetzt Richtung Arafat. Und jetzt geschah etwas, worüber sich die Quraysh gewundert haben, womit sie niemals gerechnet hätten. Und zwar, die Quraysh, sie haben mehrere Bid'a bei der Hajj eingeführt, mehrere Erneuerungen, die nicht von Ibrahim alaihi salam kamen, sondern die sie sich ausgedacht haben. Und zwar haben sie sich als auserwählten Stamm angesehen und haben beispielsweise von den Leuten verlangt, wenn sie nach Mekka kommen, um Tawaf zu machen, dass sie unbedingt die Kleidung der Quraysh anziehen müssen. Wenn jetzt aber jemand kein Geld hatte, um sich die Kleidung der Quraysh zu kaufen, was musste er machen? Er musste nackt um die Kaaba schreiten. Ja, deswegen, es wird ja überliefert, dass Leute, teilweise auch Frauen, ganz gespielt nackt um die Kaaba gelaufen sind. Ja, unglaublich. Warum? Weil die Quraysh gesagt haben, hier darf man nur um die Kaaba, wenn man auch die Kleidung der Quraysh trägt. Ja, haben sich als auserwählten Stamm angesehen. Und eine der Bid'a, die sie ebenfalls eingeführt haben, war, dass sie gesagt haben, نحن أهل الحرام. Wir sind die Leute des Haram. ونحن أهل الحمس. الحمس kommt von Hamas. Und Hamas heißt so viel wie Eifer. Wir sind die Leute des religiösen Eifers. Wir sind die Leute des religiösen Eifers. Und dementsprechend, weil wir besondere Leute sind, die besonders eifern in ihrem Glauben, dürfen wir niemals den Haram verlassen. Und was haben sie deshalb nicht getan? Sie haben deshalb Arafat nicht betreten. Nur die anderen Stämme haben Arafat betreten. Und sie sind davon ausgegangen, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist ein Qurayshid. Und er würde niemals den Haram-Bereich verlassen. Also wenn wir schon so, sage ich mal, eifrig sind in unserem Glauben, dann er bestimmt nicht als Prophet. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat genau das Gegenteil getan. Er ist nach Arafat gegangen, so wie es sein sollte. Subhanallah. Arafat ist außerhalb des Haram-Bereiches, gehört zu dem sogenannten Hil. Es gibt Haram und Hil. Hil ist sozusagen der erlaubte Bereich, wo man Tiere jagen darf, wo man Äste abknicken darf. Ja? Haram ist der verbotene Bereich, der heilige Bereich, wo ich all diese Dinge nicht tun darf. Wo ich all diese Dinge nicht tun darf. Okay. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ja, er ist also jetzt doch nach Arafat gegangen, aber nicht direkt, sondern vor Arafat hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam befohlen, dass ihm ein Zelt aufgebaut wird. Es war noch morgens gewesen, vor Wuk. An einem Ort mit dem Namen Namira. Und Namira ist direkt sozusagen an der Grenze zu Arafat. Dort steht auch heute eine Moschee, die heißt Masjid Namira. Die Moschee von Namira. Das ist die Moschee, wo der Imam bei der Hajj die bekannte Hajj-Predigt hält, die immer übertragen wird im Fernsehen. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat gewartet, bis das Dhuhr-Gebet beginnt und hat dann was gehalten? Seine bekannte Abschiedspredigt, Khutbatul Wada', auf die wir nächste Woche eingehen werden, inshallah ta'ala, weil wir das zeitlich einfach nicht schaffen werden. Ja? Khutbatul Wada', diese gewaltige Khutbah, die noch einmal den gesamten Islam zusammenfasst, subhanallah, den gesamten Islam zusammenfasst. Deswegen müssen wir auf sie noch einmal speziell eingehen. Nachdem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Khutbatul Wada' gehalten hat, machte er was salawatu rabbi wa salamu alaihi. Er hat Dhuhr und Asr, aber diesmal verkürzt und zusammengelegt vollzogen. Und das ist der einzige Ort nach den Hanafiten, wo ich die Gebete zusammenlegen darf. Die Hanafiten sagen, ja, man darf nur an 2 Stellen die Gebete zusammenlegen. Einmal in Arafah und einmal in Muzdalifah, nämlich die nächsten beiden Gebete. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er betete Dhuhr und Asr, ja, und begab sich jetzt nach Arafah. Guck mal, subhanallah, in Arafah hat der Prophet nicht ein einziges Gebet vollzogen. Er hat nicht gefastet.
sondern er hat sich nur auf eine einzige Sache konzentriert. Auf was? Auf das Dua. Und er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, خير الدعاء يوم عرفة. Das beste Dua ist das Dua von Arafa. وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي. Und das Beste, was ich und die Propheten vor mir gesagt haben, sind die Worte: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Subhanallah. Und er hat gestanden und er hat seine Hände gehoben, dass man seine Achseln sehen konnte. Den ganzen Tag Dua gemacht. Und subhanallah, während der Prophet sallallahu alaihi wasallam dort bei dem Jabal al-Rahma, dem Berg der Barmherzigkeit, der auf Arafah ist, nur ein kleiner Teil von Arafah, Arafah ist eine große Ebene. Kurz vor Sonnenuntergang kommt eine Ayah auf den Propheten herab, die wir vorhin gehört haben. Und hört euch mal diesen Hadith an. Ein Mann von den Juden, er kam zu Umar ibn Khattab, in der Zeit von Umar ibn Khattab. Und er sagte, Ya Amir al-Mu'minin, O Befehlshaber der Gläubigen, Ayatun fi kitabikum taqra'unaha, Law alayna ma'ashar al-Yahudi nazalat, lattakhazna thalika al-Yawma Eida, Allahu Akbar. Es gibt eine Aya aus eurem Buch, die ihr lest, in eure, sozusagen, wenn sie auf uns Juden herabgesandt worden wäre, dann hätten wir diesen Tag zu einem Eid-Tag gemacht. Allahu Akbar, zu einem Festtag. Und dann fragte Umar, Ayu Ayah, welchen Ayah meint ihr? Und dann haben sie gesagt, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Ja, die wir gerade mit der Vollendung der Religion. Heute habe ich euch eure Religion vollendet und meine Gnade an euch vervollkommnet und bin mit dem Islam als Religion mit euch zufrieden. Was für eine Ayah. Ein Prophet, der seine Botschaft verkündet hat, vollständig. Vollständig abgeschlossen hat. Allahu Akbar. Was für eine Ehre für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Was für eine Ehre für uns, dass wir wissen, wann die Religion abgeschlossen wurde. Dass wir wissen, sie ist vollkommen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat nichts vergessen. Und dann sagte Umar ibn Khattab, قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمِ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ. Allahu Akbar. Wir wissen, welcher Tag das ist. Und wir wissen, an welchem Ort sie herabgekommen ist auf den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Nämlich während er gestanden hat in Arafah an einem Freitag. Subhanallah. Allahu Akbar. Ja, unglaublich. Was für eine Ehre. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass wir unseren Glauben nicht aufteilen können. Unser Glauben ist in sich vollkommen. Wer versucht, den Glauben aufzuteilen, der befolgt seine Neigung. Der wird den Glauben verzerren und das schöne Bild unseres Glaubens entstellen. Unsere Religion ist vollkommen, vollendet. Ich kann weder was hinzufügen, noch etwas beiseite lassen. Und deswegen, Allah Ta'ala, er warnt uns davor, dass wir etwas weglassen von unserem Glauben. Und er sagt, Ya ayyuhal ladhina amanu dukhulu fi sinni kafatan. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Oh, die ihr glaubt, tretet in den Islam ganzheitlich ein und folgt nicht dem Fußstapfen des Satans. Ganz klar. Und über das Hinzufügen, was nicht dazugehört, sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدْ. كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدْ. Jede Angelegenheit, die nicht jede Sache, jede Handlung, welche nicht unserer Angelegenheit entspricht, ist abzulehnen. Also, weder hinzufügen, noch auslassen. Sehr, sehr wichtig. Ja, es gibt viele, die versuchen, ja, Dinge hinzuzufügen, die mit der Religion nichts zu tun haben. Irgendwelche Bräuche, ja, die einfach nur Bräuche sind. Und dann sagen sie, das ist Religion. Was hat das mit Religion zu tun? Gar nichts. Überhaupt nichts. Ja? Und was machen sie dann? Sie verzerren das schöne Bild des Islam. Leute, die irgendwie Ehrenmord begehen. Ja, dann, weil jetzt erst wieder gab es ja einen Ehrenmord, ja, vor kurzem erst ein, das, oh nee, es gab hier nicht Ehrenmord, sondern es gab vor kurzem erst jetzt, vor ein paar Tagen, gab es so eine Fehde, ja, wo ein Syrer, einen anderen, den Vater von jemandem getötet hat, dessen Sohn wiederum
seinen Sohn getötet hat. Was ist das? Das alles gehört zu Jahiliyyah. Wir werden das in Khutbat al-Wada' sehen. Der Prophet hat gesagt, diese Dinge aus der Jahiliyyah sind unter meinem Fuß. Unter meinem Fuß. Und wir beleben diese Dinge von neu und sagen, das ist Islam. Und die Leute sind überzeugt davon, dass das Islam ist. Sie sind überzeugt davon. Sie bringen ihre Schwester um und sind überzeugt davon, dass das ist der Islam. Das verlangt Allah von mir. Er hat noch nie eine Moschee von innen gesehen. Noch nie in seinem Leben seine Stirn auf dem Boden getan, um Sujud zu machen. Aber wenn seine Schwester einen Fehler macht, dann muss er sie umbringen. Das ist Islam. Ich muss ja meine Ehre retten. Was ist das? Was ist das für ein Islam? Das ist Islam in deinem Kopf, aber hat mit Islam nichts zu tun. Und genauso auch Leute, die sich nur das herauspicken aus der Religion, was ihnen gefällt. Nehmen die Religion als Ganzes. Sie ist in sich vollkommen. Du kannst weder was hinzufügen, noch etwas weglassen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er bleibt jetzt in Arafah, bis die Sonne untergeht. Betet nicht. Wie gesagt, er betet nicht ein einziges Gebet in Arafah. Sondern begibt sich jetzt wohin? Begibt sich jetzt nach Al-Muzdalifah. Muzdalifah ist auf dem Rückweg nach Mekka. Muzdalifah ist wieder im Haram-Bereich. Und er begibt sich an einen Ort, den Allah Ta'ala im Koran erwähnt hat. Nämlich Al-Mash'ar Al-Haram. Das ist ein Ort in Muzdalifah. Das ist sozusagen die Kultstätte, die heilige Kultstätte, wo man als Muslim übernachten soll und Allah Ta'ala inbrünstig bitten soll. Das erste, was der Prophet tat, war was gewesen, sallallahu alaihi wa sallam? Er betete Maghrib und Isha. Die zweite Stelle, wo man zusammenlegen kann nach den Hanafiten, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nach Ansicht der Hanafiten zusammengelegt hat. Die anderen Gelehrten sagen, man kann auch so grundsätzlich auf Reise zusammenlegen. Okay. Auf dem Weg nach Muzdalifah waren die Leute, ja, hatten sehr eilig gehabt, sehr hektisch. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ja, der Usama ibn Zayd, den Sohn von seinem ehemaligen Adoptivsohn, Zayd ibn Harithah, auf seinem Reittier hatte, weil er ihn sehr, sehr geliebt hat, ja, wie seinen eigenen Sohn, ja, und wie seinen eigenen Enkelsohn, ja, er hat dann zu den Leuten gesagt, ja, ja, Johannes, alaikumus sakina, ja, Johannes, alaikumus sakina, oh, ihr Leute, langsam, ganz wichtig, bestimmte Ibadat brauche ich Ruhe für. Beim Gebet beispielsweise, viele, wenn sie in die Moschee kommen, damit sie die Jama'a schaffen, was machen sie? Sie rennen. Und dann, Allahu Akbar. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wenn jemand kommt, dann soll er mit was kommen? Ruhig. Und einfach das nachholen, was er verpasst hat. Sonst kannst du dich doch gar nicht konzentrieren. Führe deine Ibadah mit was aus? Mit Sakina aus. Weil am Ende stehe ich vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und er hat die ganze Zeit über, während er dort gewesen war, Talbiyah gemacht. Salawat Rabbi wa salamu alayhi. Hat dort Maghrib und Isha gebetet, übernachtet und hat dann Fajr gebetet. Und nach dem Fajr Gebet blieb der Prophet sallallahu alayhi wa sallam so lange, bis es hell wurde, aber noch nicht die Sonne aufgegangen ist. Und subhanallah, er hat die ganze Zeit Dua gemacht. Wallahi, dieser Moment ist so besonders. Ich kann euch das wirklich nur ans Herz legen. Wenn ihr die Hajj machen könnt, macht das. Das sind so besondere Momente. Ja, dann übernachtet man auf Steinboden. Ja, wenn du von der Brücke die anschaust, der Boden besteht nur aus Körpern. Nur aus Körpern, subhanallah. Du denkst wirklich, es ist Yawm al-Qiyam, Yawm al-Mahshar. Die Leute, die versammelt wurden. Jeder mit seiner Fahne, jede Gruppe mit ihrer Fahne. Und man übernachtet, dann macht man Wudu und betet Fajr und dann steht man und macht Dua, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gemacht hat. Wallahi, das sind besondere Momente. Wallahi, besondere Momente. Und das stellt man sich vor, man hatte die Ehre gehabt, mit dem Propheten die Hajj zu vollziehen. Aber wir haben vergessen, wie viele Leute waren da mit dem Propheten gewesen, sallallahu alaihi wa sallam, bei der Hajj? Wie viele waren es insgesamt? Nicht 200.000, wie viele? Circa 100.000. War mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gewesen. Die Zahl ist wichtig, weil wir jetzt wissen auch ungefähr, wie viele Sahabe es gegeben hat. Und auf jeden Fall hat er dann Dua gemacht und dann, ja, nahm er wen zu sich? Diesmal nicht Usama ibn Zayd, sondern Al-Fadl ibn Abbas. Ja, ebenfalls sein Cousin. Ja, der sozusagen Sohn von Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Und die ganze Zeit über hat er was gemacht? Hat er Talbiyah gemacht und dann hat er auf dem Weg von Muzdalifah, das war jetzt schon morgens gewesen, nach Mina, hat er von Ibn Abbas was verlangt, von Al-Fadl Ibn Abbas, dass er für ihn 7 Steinchen sammelt. 7 Steinchen. Das hat er auch gemacht. Und er begab sich jetzt wohin? Er begab sich jetzt zu den Jamarat.
Muss ich das vorstellen? Also nochmal, damit wir das vor Augen haben, ich mache auch mal hier. Wenn hier die Kaaba ist, hier ist Arafat. Ja, ich zeige euch das mal so ungefähr. Ich hoffe, dass wir das auch sehen. Ja, hier ist Arafat. Ja, dann ist hier sozusagen Muzdalifa und dann kommt Mina und dann Mekka. Ja, also man geht sozusagen von Arafat über Muzdalifa nach Mina, dann nach Mekka. Und die Jamarat befinden sich am Ende in Richtung von, also von Mina aus gesehen, am Ende von Mina. Am anderen Ende von Mina. Okay. Und es gibt jetzt drei Säulen. Und am, welcher Tag ist jetzt? An welchem Tag haben wir jetzt bei der Pilgerfahrt unseres Propheten zu Hause? Der 11.? Nein. Der 10. Eid, Yom al-Eid. Eid al-Adha, das ist der Eid-Tag. Und an diesem Morgen begibt sich der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nach Mina, geht zu der dritten Säule und bewirft die dritte Säule mit 7 Steinchen. Jedes Mal Allahu Akbar. Und sobald er das getan hat, hat er aufgehört, Talbiyah zu rufen. Und was ruft er ab jetzt? Nur noch Allahu Akbar und macht Takbir. Und macht Takbir. Er ging dann zurück nach Mina, zu den Leuten, die in Mina waren, hat dort nochmal eine Predigt gehalten. Und dann hat er das getan, was das Wichtigste an diesem Tag ist. Nämlich, er hat seine Opfertiere geschlachtet. Ich sage Opfertiere. Wie viel hatte er denn bei sich gehabt? Weiß jemand? 100. Wie viel hat er selbst geschlachtet? 63. Für jedes Jahr seines Lebens hat er ein Opfertier geschlachtet. Allahu Akbar. Selbst. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Für jedes Jahr hat er ein Opfertier geschaffen, selbst mit seiner edlen Hand, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Und dann hat er Ali ibn Abi Talib befohlen, dass er die restlichen der 100 dann Tiere schlachten soll, was er dann auch getan hat. Es ist wichtig, dass ihr Ali hört, weil das wird noch eine ganz wichtige Rolle spielen, wenn wir nächste Woche über Radir Khum sprechen, inshallah. Ganz, ganz wichtig. Ihr merkt euch das. Ihr habt das im Kopf, weil Ali, im Übrigen, er kam nach Mekka, während der Prophet schon im Ihram war. Das heißt, er kam nicht nach Medina, sondern er war vorher auf einer Reise gewesen, einer Unternehmung. Und er fragte den Propheten, oh Rasulullah, was soll ich für eine Absicht fassen? Und er sagte, mach einfach, fass einfach die Absicht, die ich gefasst habe. Und dann hat er das gemacht. Und dann war er mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die ganze Zeit im Ihram gewesen. Gut. Und auf jeden Fall hat dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Tiere geopfert, hat dann den Barbier gerufen, der ihm die Haare abrasieren soll, hat dann seine Haare abrasieren lassen. Und was hat er dann gemacht mit seinen Haaren? Er hat sie verteilt unter den Menschen, die bei ihm waren. Warum? Warum hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sie verteilt? Weil sein gesamter Körper, salawatu rabbi wa salamu alaihi, ein Segen ist. Die Körper der Propheten sind auch ein Segen. Und es ist erlaubt, Tabarruk zu machen. Das heißt, dass ich versuche, sozusagen auch von dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam und von seinen Überresten sallallahu alaihi wa sallam dann auch Segen zu erhalten. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sich nach Mekka begeben, hat dann nochmal Tawaf gemacht, ja, hat noch nur Tawaf gemacht, weil er den Sa'i schon gemacht hatte, ja, als er dann in Mekka angekommen war, und hat dann sozusagen, ja, im Grunde genommen seine Pilgerriten abgeschlossen, ist zurückgekehrt nach Mina und hat dann in Mina 3 Tage verbracht. Und zwar die sogenannten Ayyam al-Tashriq, die Tashriq-Tage. Den 11., den 12. und den 13. Diese Tage haben auch Namen. Der 11. hat einen Namen. Wie heißt der 11.? Ist jemand? Der 11.? Ja, also der 7. hieß nochmal wie? Wie hieß der 7. Tag von Zulhijjah? Ja? Al-Zina. Yawm al-Zina. Wie ist der 8. Tag, Schwestern, der 8. Tag? Schreibt euch das auf, sonst vergesst ihr das wieder. Wie ist der 8. Tag? Jemand anderes. Ja. Yaum? Ja? At-Tarwiya. Wie ist der 9. Tag? Sanko. Von Zulhijjah. Der ist einfach der 9. Tag. Ja, Brüder, die anderen Brüder. Wie ist der 9. Tag? Wie heißt der 9. Tag von Zulhijjah? Hä? Yom Arafa. Ist einfach. Der 10. Tag. Yom al-Nahr. Der Opfertag. Und jetzt kommt der 11. Tag. Aber wie heißt der 11. Tag noch? Das machen wir noch, inshallah ta'ala. Yom al-Qarr.
Der Tag, wo ich in Mina bleibe, alle Pilger in Mina bleiben. Weil da müssen alle in Mina bleiben. Wie heißt der 12. Tag? Yawm al-Nafr al-Awwal. Der Tag der ersten Abreise. Weil hier schon eine Gruppe abreist, die vorher abreisen muss. Und wie heißt der 12. Tag? Yawm al-Nafr al-Thani. Schreibt euch auf. Ja, das vergesst ihr. Yawm al-Nafr al-Thani. Der zweite Tag der Abreise. Ja? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist bis zum 13. Dhul-Hijjah dort geblieben und ist dann zurückgekehrt nach Medina. Und wir werden uns inshallah ta'ala in der kommenden Woche dann ganz konkret mit Hajjatul Wada', Khutbatul Wada' und mit deiner Rückreise nach Medina beschäftigen. Bi'idhnillahi azza wa jal. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa natubu ilayk.